Guten Tag, willkommen zum neuen Film. Heute mache ich ein paar klassische Horrorfiguren auf Tablets. Genau weiß ich momentan nicht, welches das ist, aber könnt ihr dann gleich in der Beschreibung sehen oben. Als Vorarbeit habe ich halt das Tablet angeschliffen, pitfrei abgewischt, also mit einem Silikonentferner. Danach angeschliffen, grundiert mit dem Grundierung aus der Dose. Und das gleiche nochmal mit einem schwarzen Basislack bemalt. Farben, die ich nehme, sind schwarz und weiß als opake Töne, das heißt als deckende Farben. Als erstes hatte der Finger das opake Weiß gesehen, jetzt ist es opake Schwarz. So, und jetzt Stufe 3 bis 5. Werden jetzt auch noch mit Schwarz gemacht, aber immer mit weniger Deckkraft. Das heißt, dass wir ja dann verschiedene Grautöne bekommen. So, und das ist jetzt der letzte Grau. Und jetzt arbeite ich dann gleich wieder mit dem Weiß weiter. Da gibt es jetzt auch zwei. Das ist jetzt das volle Weiß in der Abdeckschablone, das heißt, wenn man sich an die Außenkanten nach den Außenkanten richtet, kriegt man eigentlich immer perfekte Passgenauigkeit hin. Was jetzt gerade wichtig ist bei den Augen zum Beispiel, wenn da die Reflexionen an der falschen Stelle sind, sieht es dann immer halt blöd aus. Des Weiteren ist in dem Bild sind jetzt auch nochmal diese gotischen Fenster. Auch perspektivisch, das heißt also, da kann man halt den Hintergrund noch mal vergrößern und auch komplizierter machen. Mit sehr einfachen Schritten. So, und als letzten Schritt kommt noch mal ein weiteres Weiß. Da mit weniger Deckkraft arbeiten wie bei den Grautönen. Und kann das Ganze dann noch mit den Sternchen ausdekorieren. Wenn man oben sieht, ist die Kamera, ist ein Aufkleber drauf, der nachher abgemacht wird. Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Insgesamt gibt es momentan 6 Stück aus der Serie. Viel Spaß beim Schauen.